Nummer 1. Du bist ja durchaus etwas lauter unterwegs. Wie geht's nach so einem Spiel deinen Stimmbändern? Also heute merkt man es ja, heute geht es ja eigentlich noch. Ich muss mal schauen, wie es nachher ist. Aber so an sich, wie ich gerade schon gesagt habe, genug Tee trinken und sich immer gut darauf vorbereiten. Dann denke ich mal, kann ich morgen auch noch reden. Na dann. Zuletzt gab es jetzt 2 Unentschieden für euch. Auch heute habt ihr euch vor allem in der ersten Halbzeit recht lang schwer getan. Kann es sein, dass so ein bisschen die Luft raus ist jetzt kurz vor der Winterpause bei euch? Ja, also ich glaube, das ist kein Wunder, dass es jeder Mannschaft ab einem gewissen Punkt einfach auch schwerfällt, sich immer wieder alle 3 Tage für ein Spiel halt hochzufahren. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir trotzdem vom Kopf her klar sind und wissen, was wir machen wollen und einfach dann glauben müssen und einfach, so wie wir es auch heute gemacht haben, einfach immer weiterarbeiten, Gegner laufen lassen und dann kommen wir auch zu unserer Möglichkeit. Du wurdest knapp eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt, ein Tor, eine Vorlage. Zufrieden? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke, wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen, weil so wurde es in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich so die ersten 20 Minuten ziemlich hektisch. Und die haben viele Standardsituationen bekommen, die man gegen so eine Mannschaft nicht zulassen darf. Weil wenn da einer reinfällt, dann kann es am Ende schwer werden. So in der letzten halben Stunde haben wir dann nochmal gut Tempo nach vorne gemacht, denke ich auch mit den Wechseln. Und haben das Spiel dann auch mit den Toren noch für uns entschieden. Es gab sehr viele Veränderungen heute in der Startelf. Kann es auch daran gelegen haben, dass es etwas gedauert hat? Würde ich nicht unbedingt sagen, weil wir haben mit dem 1-0 ja relativ früh auf dem Tor gemacht, aber haben dann irgendwie ein bisschen den Draht zum Spiel verloren, zwischenzeitlich, und hätten einfach ein bisschen, weiß nicht, die Ruhe bewahren müssen, weil wir, denke ich, eigentlich deutlich besser waren als der Gegner und dann auch einfach konsequenter aufs 2-0 spielen müssen. Wie wichtig ist es für dich als Abwehrspieler, dass am Ende des Spiels die 0 steht? Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Gefühl. Also ich glaube, jetzt wenn man die letzten Spiele nimmt, ist es natürlich immer ärgerlich, wenn man kurz vor Schluss dann nochmal ein Tor bekommt oder halt auch mal, direkt zu Anfang zurückliegt. Aber ich glaube, so können wir jetzt auch in das letzte Spiel dann mit weiter Brust reingehen. Okay, dann haben wir noch eine Frage, bevor du in die Kabine darfst. Was war heute im Adventskalender-Türchen? Ich habe einen Nespresso-Adventskalender und ich hatte heute eine Stärke 13 Espresso. Klingt sehr physisch. Gut, vielen Dank. Danke auch. Und viel Erfolg am Dienstag. Dankeschön. Jetzt habt ihr ja Dienstag das letzte Spiel in der Hinrunde, wenn ich richtig im Kopf habe. Was tut ihr, um nochmal die letzten Reserven zusammenzukratzen, um auch erfolgreich in die Pause gehen zu können? Ja, also jetzt nochmal 2 Tage regenerieren und auf das Spiel vorbereiten und dann einfach nochmal alles, was wir noch irgendwie im Tank haben, raushauen, weil danach ist erstmal Pause. Wenn auch nicht sehr lange, ne? Ja. So, letzte Frage, bevor du auch wieder in die Kabine darfst. Was war heute im Adventskalender-Türchen? Oh, keine Ahnung, nichts. Heute ein Tor. Auch gut, nehmen wir.